Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem Video. Es geht mal wieder um die FED und ich stelle die Frage, muss die FED den Aktienmarkt schocken, um in der Inflationsbekämpfung erfolgreich zu sein? Ja, das wollen wir in diesem Video klären. Wenn euch der Inhalt gefällt, abonniert gerne den Kanal und natürlich schreibt auch eure Meinung in den Kommentaren dahin. Ich gehe gerne darauf ein und wir starten direkt mit dem gestrigen Tag. Da gab es das Protokoll der Notenbanksitzung aus März und der Markt versprach sich darüber Ausschluss, wie schnell wird jetzt die FED wohl die Zinsen erhöhen und auch erhöhen müssen. Kurz nochmal die Faktenlage. Wir haben 7,5% und mehr Inflation in den USA. Es gibt derzeit keinen Gedanken mehr daran, dass diese Inflation auch nur vorübergehend ist. Und ja, im Prinzip hat es massiv in den letzten Wochen Preissteigerungen in allen Bereichen gegeben. Und das eben nicht nur in dem Energiebereich, sondern eben auch Preissteigerungen bei Gütern, bei Dienstleistungen, ja, wo man überall hin denken kann. Und jetzt müssen wir uns natürlich folgende Frage stellen. Also man hatte bei der FED die Annahme, okay, die Preise, die steigen ein bisschen, die werden ein bisschen steigen und es kann das ein bisschen hochgehen. Man sprach letztes Jahr von so einem gesamten vorübergehender Inflation. Dieser Gedanke ist jetzt definitiv weg und man stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist passiert? Hatte die FED vielleicht nur sogenanntes Bad Luck, also ein bisschen Pech gehabt, weil zwei Dinge sind passiert, Krieg in der Ukraine und natürlich jetzt auch nochmal Ausbruch von Corona in China ziemlich stark. Und ich habe euch hier eine kleine Map mal eingeblendet, auf der sehen wir im Prinzip, ja, je hellgrauer das Fell ist, desto stärker die Corona-Ausbrüche. Wir sehen das in der Region um Shanghai und da sind natürlich auch die meisten Fabriken. Das gleiche um Hongkong herum, wo auch eben in Gelb die meisten Fabriken sind. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich schon wieder Probleme bei den Lieferketten bekommen. Und die können natürlich Ende des Jahres kleiner werden. Es kann auch letztlich eine Lösung in dem Ukraine-Konflikt vielleicht irgendwann mal geben. Doch die große Gefahr ist, dass bei dieser hohen Inflationsrate die FED einfach nicht genug tut, um die Inflation zu bekämpfen und sich dann die Inflation festsetzt. Wir hatten in der Vergangenheit in den USA immer eine FED, die den Markt unterstützt hat und die den richtig unterstützt hat. Das heißt, in jeder Krise hat die FED den Markt begleitet, hat neues Geld zur Verfügung gestellt, hat die Zinsen niedrig gehalten und das eben aus dem Grund, damit der Aktienmarkt sich erholt. Und das hatte gute Gründe, denn in den USA haben wir eine starke Aktienkultur, sehr viele Leute, die Aktien besitzen. Und natürlich, wenn die Aktien steigen, dann fühlt man sich auch reicher und dann gibt man Geld aus. Und das war genau die Idee, die die FED zum Beispiel nach der Finanzkrise hatte, als die Aktien im Boden waren. Das hatte die nach dem 11. September. Man hat immer wieder die Überlegung gehabt, nun, wenn die Leute auf ihren Portfolios entsprechend auch sehen, dass es ihnen gut geht, ja, dann geben sie Geld aus und kurbeln die Wirtschaft an. Und das konnte man in einem Preisumfeld machen mit einer globalisierten Welt, wo es keinen Inflationsdruck gab. Jetzt haben wir aber eine andere Situation, denn jetzt kommt plötzlich folgende Situation. Wir haben massive Inflation, aber der Aktienmarkt, der scheint ja quasi Teflon-mäßig sich nicht beeindrucken zu lassen von der hohen Inflation, von den steigenden Zinsen, von der Krise in Russland, es trifft natürlich auch, oder in der Ukraine, es trifft natürlich nicht stark den US-Aktienmarkt, aber dennoch wollen wir es uns mal gerade hier in der großen Grafik anschauen. Wir haben in dem S&P seit Jahresanfang fast unverändert, also minus 4% so ungefähr in der Gesamtsumme von den Tops aus, die wir im Januar gesehen haben. Und wir sehen hier zwei Kurven. Das eine ist der S&P ohne die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, also früher vormals Google, Alphabet Now. Und wir sehen, da hatten wir Anfang April ja fast die Hochs erreicht, also neue Hochs aus dem Januar beziehungsweise die aus dem Dezember. Da gab es jetzt gestern mit der FED-Sitzung einen krassen Absturz und darauf möchte ich jetzt auch eingehen, beziehungsweise da gab es eben einen deutlichen Rückgang an diesem Markt. Und ja, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist,
lässt die Fed diesmal den Aktienmarkt etwa im Stich? Und die These, die ich dazu habe, ist folgende. Sie hat ein komplett anderes Umfeld und sie hat fast, ja, legt es darauf an, den Aktienmarkt im Stich zu lassen. Schauen wir uns als erstes das Fed-Statement nochmal an vom März und vergleichen das mit dem vom Januar. Und dort sehen wir, ich habe hier beide mal gegenübergestellt und da sehen wir schon alleine in der Formulierung, im Januar hieß es noch, Job Gain has been solid, also solides Wachstum. Und jetzt heißt es hier nicht mehr solid, es heißt, Job Gains have been strong. Also der Arbeitsmarkt in den USA, der boomt. Und wenn man die Fed verstehen will, dann muss man natürlich ein bisschen verstehen, wie sie arbeitet, wie sie funktioniert. Und wir haben in dem US-Arbeitsmarkt, das ist die Kurve, die ich euch hier einblende, haben wir jetzt mit 3,4% das niedrigste Level erreicht seit 70 Jahren. Also da müssen wir bis in die 50er Jahre zurückgehen, dass wir so eine niedrige Arbeitslosenquote haben und das nach dem Corona-Schock, den ihr da in dieser Spitze zuletzt seht. Und ein enger Arbeitsmarkt ist natürlich zusammen mit hartnäckiger Inflation ein Grund, der die Fed eventuell provozieren wird, mehr zu machen, also der sie zwingen muss. Und warum das der Fall ist, ist es relativ einfach. Wir haben, das sehen wir hier, das ist der sogenannte Workforce, also wie viele Menschen drängen überhaupt an den Arbeitsmarkt. Und da sehen wir schon so ungefähr seit 20 Jahren einen Rückgang. Bei Corona haben wir noch einen größeren Rückgang gesehen. Das heißt, viele Menschen haben bei Corona gesagt, ich höre auf zu arbeiten und möchte gar nicht mehr arbeiten, gehe in Rente oder mache irgendwas anderes. Das hat sich danach wieder so ein bisschen erholt. Aber wir sehen, insgesamt ist die Workforce auch deutlich zurückgegangen in den USA. Und der Arbeitsmarkt ist eng geworden. Eng heißt, dass tatsächlich Arbeitnehmer in der Lage sind zu sagen, komm, ich wechsle meinen Job und kriege woanders mehr Geld. Und viele Arbeitgeber, es steht jetzt schon in einigen Magazinen, der Spruch drin, Leute, führt keine Einstellungsgespräche, führt mit euren Mitarbeitern Bleibegespräche. Also man hat tatsächlich sogar Schiss, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Es sind zu wenig Arbeitskräfte da. Und in so einer Situation bei hoher Inflation ist die Macht der Arbeitnehmer natürlich eine ganz andere, als wenn der Arbeitsmarkt nach unten ist und sie können eben die zweite Runde der Inflation einläuten. Und in dieser zweiten Runde der Inflation passiert nämlich Folgendes. Aufgrund der gestiegenen Preise möchte jeder mehr Geld, fordert mehr Geld, kann es auch durchsetzen, weil eben der Arbeitsmarkt so eng ist. Und dann müssen natürlich die Produzenten, weil sie höhere Lohnkosten haben, wiederum ihre Preise erhöhen. Und so geht eine Spirale in Gang, die wichtig ist, ja, aufgehalten zu werden von der Fed. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie arbeitet die Fed, ja, wie übermittelt sie ihre Botschaften, dann ist es so, dass die Fed ja nicht die ökonomischen Bedingungen festlegt. Also die Fed kann ja nicht entscheiden, gibt es eine Rezession, gibt es keine. Die Fed kann nur die Bedingungen auf der finanziellen Seite mit den Zinsen festlegen und die schwappen dann sozusagen rüber von dem Zinsmarkt normalerweise auf die Nachfrageseite. Das heißt, dass entsprechend Wirtschaftsteilnehmer weniger nachfragen und dann bei gleichem Angebot dann die Preise sinken. Und so kann man natürlich dann versuchen, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und jetzt sage ich, dass dieser Mechanismus bei der Fed mit dem einfach sinkenden, mit den einfach steigenden Zinsen, dass das nicht ganz funktioniert, weil die Fed übermittelt zwar die Botschaft im finanziellen Markt, okay, wir gehen jetzt hier in die Zinsmarkt und lassen entsprechend die Zinsen steigen. Aber solange die Amerikaner ihren Aktienmarkt weiter oben haben und sie nicht befürchten, dass die Aktien nach unten gehen, sind sie zumindest gefühlt sehr reich und werden ihre Nachfrage wahrscheinlich auch bei einem engen Arbeitsmarkt dann nicht einschränken, logischerweise. Schauen wir uns das mal an. 55% des Vermögens von den privaten Haushalten befinden sich in Aktien. Ja, der nächste große Teil komme ich dann gleich drauf in Eigenheim. Und wenn wir jetzt einfach mal den Wertzuwachs in den letzten Jahren seit 2015 uns anschauen, dann sehen wir einen unglaublichen Wertzuwachs dieses Vermögens von den privaten Haushalten durch Aktien. Und jeder, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich mich reich fühle, gebe ich viel Geld aus. Wenn ich viel Geld ausgebe, bin ich ein hoher Nachfrager, bin bereit, höhere Preise zu bezahlen und dadurch beginnt die Inflation zu laufen.
So, schauen wir uns die Entwicklung am Häusermarkt an. Ist genau die gleiche. Wir sehen hier seit der Finanzkrise unten links nur noch steigende Immobilienpreise. Und das ist die zweite große Quelle des US-Vermögens von den US-Haushalten. Und wir sehen auch hier sind wir nochmal mit Corona und nach Corona explodiert. Ja, 2020, 2021. So. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, denen geht's richtig gut, die fühlen sich richtig gut, die geben viel Geld aus, wie kriege ich die Inflation unter Kontrolle? Natürlich kann die Fed die Zinsen ein bisschen erhöhen und verschlechtert dadurch die Finanzierungsbedingungen. Ja, nur solange das Ganze am Aktienmarkt nicht ankommt, das habe ich euch ja gerade gezeigt, passiert Folgendes. Wir haben bei der Fed und nicht nur bei der Fed folgende Idee und Annahme. Das ist hier aus dem Fed-Meeting, die sogenannten Fed-Dot-Plots. Da werden die einzelnen Fed-Mitglieder befragt, ja, wie sie denn die Zinsen am Ende dieses Jahres, nächstes Jahres, übernächstes Jahr sehen. Direkt vorweg, das ist kein guter Indikator, wie die Zinsen sich tatsächlich entwickeln. Ja, also hätte man diesen Chart vor einem Jahr gezeigt, da waren irgendwie gerade mal dreiviertel Punkt an Zinsanstieg eingepreist. Jetzt sind wir bei 3% irgendwo. Aber wir sehen tendenziell Folgendes, die Fed sagt, ja, 22 werden die Zinsen erhöht, mal 2,5% so im Durchschnitt, ja, 2,5% vielleicht bis 2 nur. Dann in 23 gehen die Zinsen nochmal hoch, aber in 24, da sollen sie wieder runterkommen, weil dann diese Inflation sich alles erledigt hat. Und das erwartet auch der Markt. Also wenn wir uns die Fed Fund Futures angucken, das ist das im Prinzip, wie die professionellen Teilnehmer auf die Zinserhöhung wetten, dann sehen wir, dass die Wetten jetzt relativ viele Zinserhöhungen in 2022, aber dann in 2023 stoppt das Ganze und in 2024 geht das dann schon wieder in die andere Richtung. Das heißt, man erwartet da tatsächlich eine Beruhigung und das führt dann zu dem Effekt, dass viele sagen, okay, vieles von dem ist eingepreist. Und der Aktienmarkt ist ready, einfach auf dem hohen Bewertungsniveau zu bleiben oder sogar noch höher zu gehen, weil das haben wir eingepreist. Und ja, die Inflation ist vielleicht nicht vorübergehend, sie ist vielleicht hartnäckig, sie ist vielleicht 2 Jahre da, aber 23, 24 kommt die Fed ihrem Ziel entsprechend niedriger Inflation näher. Aber Inflation geht nur runter, wenn die Menschen weniger nachfragen, das heißt, wenn sie sich nicht mehr reich fühlen. Weil wir haben eben diesen Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage. Und du kannst die Preise nur erhöhen, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. Beim knappen Angebot. Wenn du entsprechend dauerhaft zumindest in diese Inflationsspirale hineingehen. So, es gibt natürlich ein paar andere Gründe für Preiserhöhungen, aber diese selbstständige Inflation, gegen die Fed auch was machen kann, die entsteht genau aus diesem Mismatch. Und die Fed kann eben jetzt über die Veränderung der Financial-Bedingungen, ja, kann sie eben die wirtschaftlichen Bedingungen auch verändern. Und Jerome Powell hat das im Prinzip schon gesagt, der Markt hat nur noch nicht genau hingehört. Er hat nämlich gesagt in seiner letzten März-Pressekonferenz, Policy works through financial conditions, also die Geldpolitik, die wirkt über die finanziellen Bedingungen, that's how it reaches the real economy, also so wird die reale Wirtschaft sozusagen erreicht. Und wie passiert das? Naja, das passiert eben nicht dadurch, dass einfach nur die Zinsen steigen, weil hier in diesem Chart sehen wir die Mortgage-Raten, also die Hypothekenraten von den US-Hypotheken. Und wir sehen, ja, die sind natürlich ganz schön runtergekommen. Ja, deswegen sind die Häuserpreise hoch, aber das sind die Long-Term-Fixed-Mortgage-Rates. Also für langfristige Mortgage-Rates. Und die Kunden, die jetzt einen Hypothekenkredit, der nicht variabel ist, und das sind relativ viele, laufen haben, die sind in den nächsten 10 Jahren safe. Ja, selbst wenn du dir 2017, 18, 19, 20 den Zinssatz gesichert hast, dann sind wir gerade mal auf dem Niveau, wo wir sind. Und das wird nicht ausreichen, die zu verschrecken, beziehungsweise da wird jetzt keine wirtschaftliche Änderung durch passieren. Ja, und das heißt, wie kann man jetzt eben hingehen und hinkommen, den Amerikanern tatsächlich zu sagen, ey, jetzt macht mal ein bisschen Slowdown. Und das geht tatsächlich nur, wenn man jetzt hingeht und tatsächlich den Aktienmarkt schockt auch mal und nach unten bringt. Und das ist eine These, logischerweise. Ja, und es ist natürlich auch ein gefährliches Spiel, weil dieser Schock natürlich stärker ausfallen kann, als er soll. Aber eigentlich ist das, was
Powell gesagt hat. Ja? Und die Fed ist immer noch behind the curve. Der Markt hat 3% Zinserhöhung drin. Es ist nicht viel. Ja? Das wird nicht ausreichen, den Aktienmarkt nach unten zu bringen. Und wenn man sich jetzt die Kommentare ganz genau anhört und man die Fed-Mitglieder sich ganz genau anschaut, dann ist es definitiv vorstellbar, dass wir hier die Unterstützung der Fed in 2022, die wir die letzten 30 Jahre am Aktienmarkt hatten, verlieren werden. Ja, und was das für die Märkte heißt, könnt ihr euch ausmalen. Das heißt zumindest nicht mehr, dass sie hier in diesem unglaublichen Anstieg, wie es in den letzten 10 Jahren waren, wo sie ja mega unterstützt waren. Es gab nicht nur niedrige Zinsen, sondern es gab ja eben auch das quantitative Programm der Notenbank, wo sie eben entsprechend, weil sie Anleihen gekauft hat, Hypotheken gekauft hat, Geld auf dem Markt draufgebracht hat. Gestern hat die Fed schon gesagt, das wird jetzt zurückgefahren, das quantitative Programm. Die Zinsen werden erhöht. Also die Lage verschlechtert sich definitiv hier. Und ja, es ist zumindest mal eine These, dass die Fed den Markt schocken muss, um das Inflationsproblem zu lösen. Ja, was meint ihr? Ich bin gespannt. Schreibt es in eure Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Birger. Bye, bye.